Hallöchen, Hallöchen, jetzt bin ich mal mit der Buchexpertin, der Ruth Görschen, bei mir. Wir haben natürlich gut Abstand, aber die Ruth, die will ich mal was ganz Tolles fragen, denn die kennt alle Bücher, die es so auf dem Markt gibt und du liebst ja auch Krimis, gell? Ja. Aber sag mal, was ist momentan dein Buchtipp, den du abgeben würdest? Was ist dein Lieblingsbuch? Also ich denke mal, von den Sachbüchern wäre es schon auf jeden Fall das hier von Barbara. Ich halte das mal in die Kamera. Mhm. Dr. Barbara Kiesling, wenn kein Arzt mehr helfen kann. Und machen das mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Dann kann man das wirklich mal sehen. Also was ich halt super finde, ich habe ja das auch zu Hause, habe ich ja bei dir bestellt. Da kann man ja bei dir bestellen, die Bücher, oder? Ja, kann man. Ja, super, klasse. Also ich glaube, das kostet 19,95 und wir geben nachher meine E-Mail-Adresse drunter und man kann es auch bei mir bestellen. Super. Es dauert ein bisschen länger als beim großen A, aber dafür kommt es unserer Familie zugute. Genau, also da tust du auch noch ein gutes Werk, denn bei dir sind ja viele Veranstaltungen ausgefallen, ne? Diese großen Veranstaltungen, der Krimi-Marathon läuft ja nicht und das ist natürlich schon eine Einbuße für dich. Und ich finde es schön, wenn du mir einfach mal ein bisschen was aus dem Buch erzählst. Also ich habe es ja auch hier, ich muss sagen, ich bin total begeistert, vor allem von der Barbara Kiesling bin ich total begeistert, weil Barbara kenne ich schon seit langem, die habe ich an einem ganz besonderen Ort auch kennengelernt und wir hatten sie ja eingeladen. Gell? Sie hat ja einen kurzen Auftritt bei uns und zwar eine schöne Lesung hatten wir ja organisiert im Sommer, als alles noch Paletti war. Ja, ja, da war das Buch gerade neu rausgekommen und wir haben es natürlich dann also auch an die Gäste verkauft und natürlich auch selber. Ich bin noch nicht ganz durch, ich habe es vorher diagonal gelesen. Und jetzt bin ich aber so auf zwei Drittel, würde ich sagen. Und ich habe hier so ein paar Marker reingemacht, wie ich das eigentlich immer tue, wenn Stellen drin sind, die ich besonders erwähnenswert finde. Und was ich auch noch sagen würde, man kann natürlich auch Barbara besuchen. Ne? Also jetzt, die wohnt in Berlin oder hat ihre Praxis in Berlin. Und eine Freundin von mir ist auch schon da gewesen und hat also wirklich verblüffende Resultate gehabt, nach nur einer einzigen Sitzung. Toll. Das fand ich also wirklich klasse. Und was ich halt toll finde, gerade in unserer Zeit, wo wir unsere Gesundheit stärken müssen, könnten wir auch auf unseren Geist schwören oder auf unsere Seele. Und das ist es ja eigentlich. Drum reizt uns das Buch ja besonders. Weil Heilung ist ja der wichtigste Punkt im Leben. Und sag mal, Ruth, du hast ein paar so kleine Markerchen drin. Ja. Willst du mal was loswerden davon? Also willst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Ach so, ich würde noch ganz vom Anfang, ich habe hier eine Widmung drin von Barbara. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich bitte immer alle Autoren, wenn sie Bücher signieren, sie mögen eine Lebensweisheit reinschreiben. Ah, toll. Und das habe ich natürlich dann Barbara auch gebeten und da hat sie reingeschrieben, also liebe Ruth, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Das ist von Hermann Hesse und das finde ich so schön. Und dann hat sie sich bedankt für die wunderbare Organisation und den unvergesslichen Abend. Wir haben ja schon mal 8 Jahre zuvor da sogar direkt an meinem Geburtstagenabend gehabt mit Barbara. Oder? Genau, aber ich will es mal zeigen. Da hatten wir dieses Buch vorgestellt. Gell? Das war ja, der andere ist nicht die Hölle. Also wenn es um die Liebe geht, da kann man natürlich auch die Barbara um Rat fragen. Und bei diesem Buch, das kann man ja auch wieder bei dir bestellen, da geht es um die Liebe. Warum es manchmal mit der Liebe nicht klappt und was man dagegen machen kann. Also ist sowieso ein richtiger Bestseller, weil ich finde, die Liebe kommt manchmal zu kurz in unserer Welt, gell? Und warum ich das Buch auch noch so besonders schätze, das ist, dass ich also kein unbewusster oder direkter Freund der Schulmedizin bin, weil ich finde, die Schulmedizin kommt mir manchmal eher so wie eine Pharma-Verkaufsveranstaltung vor. Und deshalb finde ich das besonders schön, wenn man auf Alternativen hinweisen kann. Also ich finde immer alles zusammen. Also wenn die Schulmedizin sich mal mit den alternativen Möglichkeiten zusammentun würde, das wäre natürlich toll. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wieder mal auf unsere Seele und auch auf unseren Geist Acht zu geben. Und was wir denken, kann ja morgen dann schon Realität werden. Und
das ist gut, wenn man positive Gedanken hat, und dieses Buch gibt Hoffnung. Und da hast du ja ein bisschen was rausgeschrieben. Bin ich mal gespannt, was so dein Lieblingsabsatz ist. Ich habe also hier mal das erste Klebchen mir reingemacht, das ist Teil 1 der Status Quo auf Seite 29. Da steht, aus diesem Grund gehen die meisten Menschen zum Arzt, wenn sich bei ihnen Krankheitssymptome bemerkbar machen. In der Regel wollen sie dort erfahren, wie ihr Körper wieder repariert werden kann. Ihr oberstes Ziel ist, das Symptom soll einfach wieder verschwinden. Dafür ist ihnen meist jedes Mittel recht. Und sie sind auch bereit, starke Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Mhm. Und das ist ja oft bei der Schulmedizin, bei den Medikamenten, ja die natürlichen Sachen irgendwie extrahiert werden, chemisch nachgebaut werden und das dann zu diesen Nebenwirkungen führt. Also was ich auch gut finde, weil also die Gesundheit wird hier nicht den Arzt in die Hand gelegt, sondern in uns selbst. Und da können wir doch am allermeisten bewirken, wenn wir wieder einen positiven Geist haben und wenn wir wissen, wo es denn knackt. Also das ist ja auch der Knackpunkt in diesem Punkt, würde ich mal sagen, in diesem Buch. Weil wenn wir herausfinden, warum eigentlich das Ganze passiert ist, geht es uns ja sowieso besser. Also vielleicht brauchen wir dann gar keinen Arzt. Oder wenn wir dann hingehen, dann nur für kurze Zeit. Und wir gehen dann einfach tiefer in uns rein, um dann was zu bewirken. Ja? Petra, kennst du das Museum der Illusionen in Berlin? Nee, gar nicht. Kenne ich nicht. Nee. Ich kenne es auch nicht, aber es wäre mal... Das machen wir. Das ist unser nächstes. Wenn es wieder aufhat, genau. Gell, dann gehen wir im Januar sowieso gleich dahin und machen auch ein Findo. Weil sie schreibt hier auf Seite 41, empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang ein Besuch im Berliner Museum der Illusionen. Dort zeigt sich für jeden, wie illusionär unsere Wahrnehmung ist. Mhm. Naja, und jeder hat ja eine andere Wahrnehmung und deshalb ist es ja auch manchmal schwierig für den Arzt wirklich herauszufinden, was hat denn der? Denn es könnte ja sein, dass ein Seelenleid oder vielleicht ein falscher Gedanke von jemandem anders dich angesprungen hat und da kann es natürlich auch dann zu Krankheitssymptomen kommen. Und besser, man durchdringt diese, damit man auch wirkliche Heilung bekommt. Gell? Ah, ein letzter Satz noch, Ruth. Dann zwei Klebchen habe ich hier noch, okay, super. Ganz kleine Sätze. Auf Seite 143, wenn wir uns bewusst machen, dass sich in allem, was uns im Leben geschieht, unsere Innenwelt zeigt, dann können wir unerfreuliche Ereignisse als Hinweise erkennen. Mhm. Es geht also auch daraus hervor aus dem Buch, dass wenn man zum Beispiel also eine Krankheit entwickelt hat, dass der Körper uns einen Hinweis geben möchte, dass man das im Prinzip, auch wenn sich das jetzt merkwürdig anhört, dass das positiv ist. Ja. Weil der Körper sagt so, du musst an dem und dem, in dem und dem Feld arbeiten, du musst dies und das Trauma bewältigen oder wirklich verarbeiten, wo Barbara ja auch dabei hilft, auch persönlich, genau, wenn man das wünscht. Und dann kann man mit der Sache fertig werden. Und zwar vom Grund auf und nicht nur oberflächlich was zukleistern mit irgendwelchen. Finde ich eine gute Sache, könnte ich immer nur bestätigen, denn man ist ja so, dass man immer weiterkommt im Leben. Und manchmal gibt es dann so einen Stopp, zum Beispiel momentan, wenn so viel Arbeit ist, dass die Leute das Burnout haben. Eigentlich würden sie es schon vorher wissen, dass sie ein bisschen kürzer treten müssen, tun es aber nicht, kriegen dann den Burnout oder vielleicht so ein Stoppzeichen. Und da kann man doch dran arbeiten. Das heißt ja, dann kann ich erstmal sagen, okay, ich muss ruhiger arbeiten, ich muss gezielter arbeiten, ich muss irgendwie was verändern in meinem Leben, dass sich was verändert. Gell? Mhm. Ja, hau mal raus, Ruth. Und dann noch ein Zitat, was ich auch noch sehr interessant fand, auf Seite 146. Wer daran glaubt, sieht sich keinen mysteriösen Schicksalsmächten in Anführung ausgeliefert. Ein solcher Mensch weiß, dass er im Vorführraum seines Lebenskinos sitzt und jederzeit die Möglichkeit hat, einen anderen Film auszuwählen. Das ja, ist auch toll. Super. Also das ist ja der beste Satz. Also wir selber können entscheiden, was passiert, gell? Und auf das würde ich mal sagen, das ist ein guter Schlusssatz. Ich wünsche euch und ich wünsche dir, ja, einen glücklichen Tag, eine wunderschöne Zeit und viel Spaß beim Lesen. Ja, Ruth hilft dir dabei, das Buch zu finden. Bis dann, tschüss. Ja, auch ich verabschiede mich. Tschüss.